Diesen November gibt es bei Prime Gaming richtig, richtig viel geilen Scheiß. Und was das alles ist, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Ich würde mal sagen, los geht's! Ja Leute, es gibt ja jeden Monat vom Prime Gaming immer so ein paar Geschenke. Meistens sind das ein paar Indie-Games, manchmal ist es mal ein AAA-Game. Und manchmal, wie jetzt im November, sind es drei richtig geile Games plus dann nochmal ein Haufen Indie-Games. Also ein kleiner Vorgeschmack schon auf den Black Friday, würde ich mal sagen. Ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Wenn ihr Amazon Prime habt, dann habt ihr ja nicht nur Prime Video und Prime Music und den ganzen Kram, sondern ihr habt auch Prime Gaming. Das hieß vorher Twitch Prime. Und da bekommt ihr jeden Monat Loot zu so gängigen Spielen. Und ihr bekommt Games geschenkt. Und diese Games, die könnt ihr euch einfach abholen. Da klickt ihr einfach auf Abholen. Und die könnt ihr dann entweder dann über dem eigenen Prime Gaming Browser dann installieren. Oder ihr habt Spiele, die ihr dann bei anderen Browsern aktiviert. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit den drei richtig krassen Games. Und zwar einmal mit Dragon Age Inquisition. Das Ganze ist ein Fantasy-RPG von BioWare. War eine Zeit lang, vor ein paar Jahren, war das wirklich so einer der besten RPG-Spielreihen, die es überhaupt gab irgendwie. Auf jeden Fall gab es da so einen riesen Hype und jetzt gibt es das Ganze kostenlos und das Ganze könnt ihr dann bei Origin aktivieren. Hat übrigens auch eine Metacritic von 85, also entsprechend auch wirklich sehr, sehr beliebt. Dragon Age Inquisition kann man übrigens bis zum 30. November abholen. Danach ist das Angebot weg. Kommen wir zum zweiten krasseren Game, das nennt sich Control Ultimate Edition. Das Ganze geht bis zum 1. Dezember, hat auch eine Metacritic von 85 bekommen und das Ganze ist freischaltbar bei GOG.com. Ja, wie man sehen kann, das Ganze ist ein Science-Fiction-Shooter mit einer doch sehr packenden Story. Und beim dritten Game handelt es sich wirklich also zweifelsohne um ein AAA-Game. Das Ganze nennt sich nämlich Rise of the Tomb Raider. Eine Metacritic von 86 übrigens bekommen, also einen Punkt mehr als die anderen beiden Games. Und ist aber nur bis zum 14.11. abholbar. Das heißt, wenn ihr das Video jetzt seht, sofort abholen. Ansonsten ist das Spiel weg. Das Ganze lässt sich freischalten dann im Epic Game Store. Das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Also, wie gesagt, kostenlos abholen. Ansonsten gibt es auch einen Haufen weiterer Games. Und die gehe ich jetzt auch mal ganz kurz, ganz schnell mal durch. Und zwar einmal Puzzle Agent 2 von Telltale Games. Dann Rogue Heroes Runes of Phases ist ein Roguelike-RPG-Koop-Game. Dann weiter geht's mit Secret Files Sam Peters. Ist ein Point-and-Click-Adventure in so paranormalen Themen wie zum Beispiel Bigfoot, der Schneemann, das Ungeheuer von Loch Ness und so weiter. Außerdem das Rennspiel Brakes Are for Losers. Außerdem das Action-Abenteuer Liberated, was in so einem schönen Comic-Stil daherkommt. Und zu guter Letzt Demon Hunter 2 New Chapter. Leute, ich find's richtig geil. Holt euch auf jeden Fall die Games ab, wenn ihr Prime habt. Und das werden wahrscheinlich die meisten von euch haben. Ich bin immer wieder erstaunt, was es für coole kleine Games irgendwie da mal ab und zu auftauchen. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, was den Black Friday angeht. Ich hoffe, da bekommen wir noch mehr geilen Shit geschenkt, vor allen Dingen. Und ich würde mal sagen, Freunde, macht's gut, wir sehen uns und ja, bis demnächst, ne? Tschaußen.